In den Höhlen hatte Pontius ein paar Pilze gesammelt, doch haben Soja und Amadeus ihn überredet, sie nicht zu essen. Amadeus hatte sich an früher erinnert, als er in seiner Schulzeit einmal einen Pilztrank gebraut hatte. Das hatte in der Tat kein gutes Ende genommen. Als die Helden aus den Höhlen stiegen, trafen sie auf das erste Licht des Morgens. Aha. So war das also. Ist das hübsch. Es sollte jetzt nicht mehr weit zu Rosabels Schloss sein. Sehr hübsch, ja. Also grün, ich muss ja sagen, wir erleben wirklich richtig schöne Abenteuer zusammen. Oh! Das ist ja cool. Das sieht auch richtig geil aus, wie das so glitzert, ne? Also hier haben sie grafisch nochmal alles rausgeholt, was ging, glaube ich. Oh, das mache ich mal ohne Cam, Leute. Das müsst ihr echt genießen, ne? Die heißen Kokosnüsse. Kokos. Oh, da sind das also ein paar große, haarige Nüsse. Gott. Nein, es sind Früchte. Sollten sie da nicht Kokosfrüchte heißen? Oh, man kann sogar unter Wasser. Ich weiß es nicht. Oh, unter Wasser kann ich nicht. Boah, das ist so hübsch. Wirklich, das Licht. Geh mal in dem anderen Teich nochmal gucken hier. Ja, guck nochmal da unten. Auf der anderen Seite. Wo soll ich denn? Ich hab gedacht, man stirbt dann, wenn man da reinfällt. Hätte ich ja gar nichts machen müssen. Einfach nur tauchen, oder? Ja, aber das. Ach, das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Ich freue mich, Leute, wenn. Oh, wer ist er denn? Macht er Schnapp? Ist der böse? Ich weiß auch nicht. Nee, den kannst du nicht töten. Aua, der. Der schnappt mich aber. Schnappt nach dem. Oh, hier ist noch was. Versteck. Müssen wir leider mal ein bisschen dem hier auf den Kopf steigen. Oh! Fische, die können einen töten, glaube ich. Oh nein, Piranha. Leuchtlampen. Wie heißen die? Angler. Anglerfische. Ich müsste eigentlich wissen, von einem was. Oh ja. Oder die wieder raus. Hier kommt man wieder raus. Du hast etwa gefangen unter Wasser. Oh, oh. Boah, das ist so hübsch, ne? Also hier haben sie nochmal. Oh, da kommt schon wieder so eins, ne? Ah, aber die verfolgen einen zumindest nicht. Ne? Das sind andere Fische, ne? Gut. Ah, ja. Ewig. So hübsch, wirklich, Alter. Das sieht richtig, richtig gut aus. Wie kommt man da denn jetzt rüber? Du kannst ja was an die Stachelkugel hängen. Ich könnte auch Eispfeile schießen. Ja, das ging auch. Oder ist die Kugel im Weg irgendwie, ne? Halt, geh mal weg! Ah, was machst du? Ich dachte, ich kann die blockieren. Mist, ich wollte, muss jetzt nochmal neue Eisfrei machen, warte. Finde ich richtig gut, wie sie das gemacht haben. Oh. Komm, weil ich, ne? Das schmilzt weg. So, jetzt. Oh, was kann das? Ah, okay. Ah, okay. Kannst du drauf machen? Ja. Okay, aber es funktioniert. Aber kurzzeitig funktioniert es. Oh, da oben ist noch was. Hey, wie kommt man denn da hin? Warte mal. Ja, da ist noch was. Hey, wie soll man das denn machen? Da hinter der Wand meinst du? Oder welches meinst nee, du? An dem Ende von der Kette hier. Von der Kugel. Ach, oben drauf? Mhm. Ich glaube, du wirst da Kistenstab lösen. Auf der Kugel. Okay. Auf der Kugel. Ja. Bleiben die da nicht dran stecken? Doch. Hm, ja. Reicht das schon? Nee. Oh. Ja, ich kann nur noch. Ich wollte gerade sagen, 4 ist Maximum. Ah, eins bin ich voll. Sind die alle im Wasser? Ja.
Wir können ja unten durchtauchen. Warte mal, oder? Ja. Warte mal. Nee, aber hier war ein Fässer. Guck mal, ich schnapp mir einfach so ein. Geht das? Ich schnapp mir ja einfach so ein Fass. Nee, jetzt kannst du nicht. Doch, kann ich. Kannst du und dann? Na, dann schwimmen die da. Oh, ja. Mal, kann ich das magnetisieren? Aber wozu? Wozu? Damit das stehen bleibt. Kann das sein oder nicht? Ja, ich will es doch gerade zum Stehen bringen. Dann. Okay. So. So. Problem ist, dass da oben irgendwann mein Bildschirm zu Ende ist. Ja. Ja, weißt du, warum das Magnetisieren ganz gut ist? Dass du es herholst oder was? Achso, dann fallen die nicht runter. Ja, ich glaube, im zweiten Teil war das anders. Eine Kiste kannst du noch machen, ne? Ja. Mach mal rechts eine Kiste. Mach mal rechts. Mach mal rechts von uns. Mach die mal an mich dran, die Kugel. Guck mal. Jetzt kann ich nämlich. Hol es mal ran. Guck mal. Was hältst du denn davon? Oh, da komme ich. Ah, da oben ist die Kugel. Ah. Stark, oder? Yeah, super stark. Habe ich ganz vergessen, dass wir das können. Ja, Leute, wir können magnetisieren. Ja, richtig gut. Warte mal, ich kann. Ich kann auch hier rein, oder? Mach ich mal einfach so. Und wo kommst du denn hoch? Warte, erstmal hole ich mir das da. Noch. So. Ich kann nämlich nicht nach unten gucken, ich sehe dich nämlich gar nicht. Ja. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Zack. Magnetisieren, ja stimmt, das konnten wir. Oh, nicht schon wieder so einer. Oh nein, ich komme schon wieder. Okay, hab ich. Ach, hier kriegt man dann das Flammenschwert, glaube ich. Ah ne, das kriegt mich halt immer nicht. Ne? Wir wollen auch mal nach oben, oder? Auf jeden Fall. Kann ich dich auch noch hochschießen? Ist da noch was? Warte mal. Kann ich, glaube ich, noch hochschießen? Ja, du brauchst eine Kiste. Warte. Ja, es geht noch. Oh, ich hab's nicht gekriegt. Ist nicht so schlimm, wir haben ja keinen Mana mehr. Hui. Alles alle? Ja, ich glaube, da war dann nur noch eins, ne? Sehr gut. Oh, guckt euch dieses wunderschöne Spiel an. Guckt euch an. Ah ja, okay, verstanden. Oh, ist zu. Ist nicht durch. Aber. Will aber. Hm, oh, hier gibt's Liebe. Liebe in der Flasche. Hm, das musst du wahrscheinlich mit. Oh, oh Gott. Aha. Ah, da ist ein Hebel. Ja. Aber was bringt es? Oh, wie kriege ich die Kiste da weg? Kriege ich sie kaputt? Kann man mit Zoe im kann man schießen und ja. Bock, ne?
Na, das war knapp, aber ich kann es ein bisschen weiter vorne stellen. Wahrscheinlich geht's einfacher, aber. Hab ich. Okay, jetzt machst du in diesem Raum, machst du eine ganz kleine Kiste, ja, oder sowas, ja, und dann versuchst du das nach vorne zu ziehen. Also versuch das mal erstmal hochkant in den Raum zu, genau, eine ganz kleine Planke, und jetzt schiebst du das Flasche einfach nach vorne, geht das? Ja, jetzt kannst du die Planke noch drehen. Ja. Ja, genau, und dann müssten wir da rankommen. Ja. Noch ein Stück. Was? Ja. Juhu. Yay. Okay, was bringt uns aber dieser Knopf? Wofür ist der? Dass das hier zu offen ist. Ah. Dass es hier nicht mehr geht. Okay. Na, das ist ja hervorragend. Okay. Ja, nur ein Secret. Ein Sekret war das nur. Aber eine ganz große Flasche war das. Die wir da gekriegt haben. Ja. Da oben ist was. Nehmen wir ganz kurz. Das brauchen wir kurz. Ui. Sagen, was passiert hier? Ja, ich weiß auch nicht. Oh, du bastelst. Ich weiß aber nicht, ob es was bringt. Richtig. Ich hätte ja gedacht, das muss hier in dieses. Oder? Muss das nicht hier in dieses andere? Nee, da war es vorher drin. Ah. Ach so. Ah, jetzt kannst du dir quasi. Ja, kannst du dir hier so eine Hilfe bauen. Okay. So, jetzt muss ich mal wieder rein. Aber jetzt haben wir eine andere Lichtstimmung. Moment, muss mal hier kurz. Muss jetzt rosa reinmachen, ja? Rosa? Ja, das sieht aber. Du sagst, du brauchst eine andere Lichtstimmung. Ja, siehst du rosa aus. Naja, obwohl so ein Violett dann. Okay. Wenn du magst, kannst du durchlaufen. Jawohl. Oh, Taubsi. Wow. Ich hab die Brücke kaputt gemacht. Da los. War zu schwer. Ah, ui. Oh, unter Wasserlevel. Oh, das ist ein dicker Fisch. Du frisst mich gar nicht. Passiert sich gar nicht für mich. Ich glaube, wenn ich das dahin. Ich glaube, nahe kommen sollten wir den trotzdem nicht. Nö, ich glaube, der macht nix. Macht irgendwie nix. Ah, okay, dafür kommt der Stein. Der Stein kommt. Achtung. Der macht das gleiche, dies. Das. Da haben wir's. Dicke. Noch was? Oh, ich muss mich beeilen, ich ersticke. Ich ersticke gleich. Ich auch. Boah, hat das so geschafft. Oh, ja. Letzte Sekunde, Leute. In letzter Sekunde haben wir das geschafft hier. Oh, ich höre Gegner. Monster im Anmarsch. Oh, nicht schon wieder so einer. So ein großes auch noch. Weil wir nicht so nah dran stehen. Gibt einen nämlich trotzdem. Ja. Oben noch einer. Sehr gut. So, wo kamen die her? Hier kamen die her. Ja, da oben ist noch was. Oben. Ist noch was? Mhm. Müssen wir noch mal ein bisschen. Komm mal auf die andere Seite, sonst kommst du nicht mehr durch. Ich weiß noch nicht, das Ding. Oh, eine Kiste! Was ist das hübsch hier, ne? Ist das hübsch? Oh, Sammlergemälde.
Ein Sammlergemälde. Komm mal rein. Oh. Ist das Isabel? Ich hab vergessen, wer Isabel ist. Da fragst du mich was. Ich hab nicht mehr so ganz aufgepasst. Das ist ja schon. Letztes Wochenende haben wir nicht gespielt, ne? Nee. Vorletztes. 2 Wochen ist schon wieder her. Das ist nicht so eine gute Idee hier. Ah, kannst du diese Pflanzen, kannst du die vielleicht vereisen? Pflanzen? Ja. Oh, du hast den Explosivpfeil jetzt. Der ist geil, ne? Ja. Die Pflanzen ja. hier. Ja, ja, ein Stück weiter runter noch. Diese Schießpflanzen hier. Nee. Oh, schade. Das wäre gut gewesen. Oh ja, kannst du das auf die Plattform legen? Oh, oh. Aber unten vielleicht noch was. Unten? Weiß ich nicht. Geh mal gucken. Aua, ja, das war clever. Nee, sieht nicht danach aus. Ja, voll gut. Amadeus, Amadeus. Oh, wie kommen wir da durch? Ah. Mit Gewalt. Mit Gewalt. Über Gewalt. Oh, wer ist er denn? Hätte ich gern? Aufhalten kann ich's nicht. Naja, ich bin so ein bisschen. Hab's. Und Feuer ist nicht so schlimm bei mir. Okay. Oh, ich dachte, musst da deinen Hammer erstmal werfen, glaube ich, ne? Ja. Hat keinen mehr. Oh. Oh. Gab's da so einen Wiederbelebungspunkt? Irgendwo? Ja, ich glaube, da vorne war doch einer. Na komm! Oh, jetzt häng ich unter dieser Pflanze. Ätzend. Naja, komm mal heilen. Haha, guck mal, ich hab's schon alleine aufgemacht. Mit den Sprengfässern. Ich bin der Zauberer. Ja. Ja. Warum springt sie denn nicht? Oh. Die hat irgendwie nicht so die richtige Richtung mit dem Haken. Ist meine Maus? Maus mehr. Ah, ja, das. So, Leute, das kann ja nicht so schwer sein jetzt hier. Ist nicht gesprungen. Oh nein. So. Hier manchmal irgendwie nicht im Fenster gerade. So, da oben ist noch was. Oh, da ist ein Gegner. Ja. Juhu! Juhu! Explodiert uns nicht. Ich glaube, wenn wir den Hebel ziehen, dann öffnet sich das hier. Oder? Juhu, nee, das fährt runter. Guck mal, so ein Zahnräder dran. Attacke! Lumps. Jetzt haben wir aber unser gewünschtes Unterwasserlevel. Oh, oh. Das. Das sieht dich? Oh ne, die hat was drin. Bestimmt, wenn wir so lange drin bleiben. Oh, sehe ich. Wir nach oben. Hier oben ist lang. Unten auch. Und oben kommt
also oben kommt man nicht raus, ne? Nee? Hm. Oh, wer ist er denn? Der ist ja lustig. Oh, der wird dir gefallen. Der wird mir gefallen. Ja, oh. Da. Hallo! Der ist gut, ne? Oh, da kommt man nicht ran. Da brauchen wir eine große Kugel oder irgendwas. Mhm. Du bist schon vor der anderen Seite. Ah, guck mal hier oben. Oha. Guck mal, kannst du den Hammer hinwerfen? Oder? Ah ja. Wie mach ich das? Guck mal hier. Da oben rein. Denn die Rätsel doch noch. Ab und zu ein bisschen kniffelig. Ja, warte. Ja. Guck mal. Das hat's verschlossen, ja. Oh, da unten ist eine Pflanze, die uns fressen will. Echt? Ja. Oh ja. Oh wow. Aufa. Was ist mit denen? Was ist die? Oh, 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 oh. Was ist das denn? Oh, wow, jetzt haben wir hier plötzlich einen Oktopus. Hier ist eine Kiste für dich? Ist das hier sicher? Ist das hier sicher? Wo ist das hier schon sicher? Ein Sammlergedicht? Meine Schwester ist süß und sie ist so fein. Aber sie ist nicht stark. Ich soll Königin sein. Ich soll Königin sein. Hm? Ja, das erzähle ich euch ja auch schon seit Ewigkeiten. Ich müsste eigentlich die Königin sein. Oh, hier können wir doch wieder irgendwas machen. Ah, kann ich das nicht zerdeppern? Ja. Hui. Wie cool das aussieht hier mit dem Kraken, oder? Mhm. Wusstest du, dass die neuen Gehirne haben? Nee. Ich glaube, wir haben alles, oder? Ich glaube, 9 Gehirne waren es. Hey. Oh, ja. Bam. Oh, ich hab, Hast du ja alles kaputt gemacht? Ja, ich hab's kaputt gemacht. Das Wasser steigt. Ist das schlimm? Was, das war's jetzt mit dem Wasser? Ah, da ist noch Wasser auf der linken Seite. Ja. Oh. Oh Gott. Oh. Ninja. Oh, da komme ich nicht. Ja, das schaffe ich nicht. Oh. Zieh mal die Kiste auf die linke Seite, da wo die Kerze steht. Dann müsste das reichen. Ich habe ja ein Schild. Ja, wir kommen doch gar nicht hoch, dann, oder? Mach die Nacht, schlaf schön. Na, oh Gott, nein. Ach, ich hab's. Hm? Nee, ich hab's schon. Was hast du? Ich hab's oben, links schon. Ja, ich muss aber da irgendwie durchkommen jetzt. Ich komme da nicht durch. Na, hier unten einfach. Rechts, ja, echt ein bisschen fies. Komm mit. Ach so, meinst du. Aber ich mag es doch kompliziert. Und magisch. Ach, scheiße. Oh, jetzt aber. Oh, oh, oh. Was ist das denn? Ja, das war schon mal gut.
Ah, hier zum Beispiel ist es so, man kann gegenlaufen. Also wenn ihr jetzt kommt, pass auf, kann ich hier gegenlaufen und mir passiert nichts. Das ist gut. Das ist ein gut programmiertes Spiel, ja? An die Entwickler von Sea of Thieves. Ach so. Ja, kannst du dich dran erinnern? Da waren doch diese Fallen, ja. Die so aus der Wand kamen, diese Stacheln. Und da konnte man nicht gegenlaufen, obwohl die ausgefahren waren. Oh, das sieht so geil aus, da mit dem Schloss im Hintergrund, ne? Und die Wolken da und dieser Lichtdurchbruch. Und jetzt, oh, jetzt fängt es an zu regnen. Was hätte er jetzt gemacht? Levelende, würde ich sagen, oder? Schreckliches Wetter. Oh, wow. Oh nein. Oh, hinter dir. Hinter mir. Der war gut. Ich wär's mal den Hammer entgegengeschleudert. Was kann das? Was? Muss das bewegen? Hier liegt was. Oh ja. Stein? Wofür braucht man das? Was ist das? Keine Ahnung. Aber auch hier mit dem, mit den wehenden Verdienen da oben. Das sieht cool aus mit den Lichteffekten und so. Ist richtig, richtig hübsch. Wirklich. Der Schalter macht gar nichts. Es klingt, als ob die Zahnräder festsitzen würden. Zahnräder sitzen fest. Wo sind die Zahnräder? Wirklich. Hier oben. Da oben. Ist okay. Tönen sie wirklich? Sehen. Wo sind denn die Zahnräder? Oben rechts. Ach, da oben. Du musst, glaube ich, den Schalter betätigen, oder? Na. Ich glaube, wir müssen da hoch und die Kiste kaputt machen. Ach so. Auch gut. Oh. Ah, hier geht's noch weiter hoch. Irgendwo. Noch mehr? Oh, da geht's rein. Ja, da warte mal kurz. Halt! Halt! Da oben ist noch. Ah. Hui, Zeit. Nee, ich glaube, ich kann mich nochmal hochkatapultieren, aber ich glaube, da war so. So, dann können wir den Lieben mit dir hin. Oh, ja, wenn man nicht gerade wieder den Kram. Hui. Oh, was? Die Geburtstagsfeierlichkeiten waren pompös. Leider wurde sie von Prinzessin Rosabelle gestört. Sie fühlte sich bei den Geschenken benachteiligt. Prinzessin Isabelle bekam ein goldenes Kleid, ein Diamantendiadem und Seidenhandschuhe. Oh. Prinzessin Rosabelle bekam ein silbernes Kleid, eine Mondsteinhalskette und Spitzenhandschuhe. Ja, das ist ja ganz schlimm. Ganz schlimm. Die wurde ja so benachteiligt. Da würde ich mich auch benachteiligt fühlen, ja. Ja, wirklich. Ganz schön dreist. Wird gut geframed. Oh ja. Krass, das aussieht, oder Leute? Das ist super hübsch. Oh, ich klitsche schon wieder davon. Ich weiß gar nicht, in welcher Auflösung wir spielen. Was spielen wir? Moment. Wieso, Elle? Wollen wir das sehen noch irgendwo? Was sind die Krebse eigentlich gut? Man kann auf ihn nicht hüpfen, ne? Oder mache ich da was falsch? Nee, man kann auf den nicht hüpfen. Aber wenn du neben ihn stehst, dann greif nicht an. Wirkbarkeit der Benutzeroberfläche. Ja, gut. Du tippst ein, aus, egal. Aber
Aber ich glaube, wir haben es auf 2K. Warte. Genau. Warte, ach, die waren die Gift noch. Ah, auch das noch. Das letzte noch gekriegt? Nee, ne, auch nicht. Nee. Ich mag mich hochkatapultieren. Ja. Hui. Weiter oben ist nichts mehr. Hier war oben noch was drauf. Boah, da ist er. Da ist er, der Krakulon. Was? Stimmt, die haben drei Herzen und 9 Gehirne, glaube ich. Brauchen die so viel? Weiß nicht. Ich meine, die haben 8 Arme. Man schon mal drüber nachdenken können. Was man macht. Zack. Jongliert ein bisschen mit uns rum. Hm? Ja. Na, komm schon. Danke, Herr Krake. Ich glaube, das System, in dem man das macht, noch nicht so ganz durchschaut, aber ich habe ja auch nur ein Gehirn. Manchmal sogar nur ich glaube, ich habe alles eingesammelt und wenig da unten fehlen. Okay. Sehr gut. Seht mal, das ist Lady Rosabel. Ah, Rosabel. Sie hat also nicht gelogen, was das mit der Königin angeht. Soja, eine edle Dame wie sie würde nie lügen. Aha. Oh. Es ist mal was los. Okay. Ich glaube, da kommt noch was Großes. Ja, oh ja. Boah, was? Was musst du jetzt machen? Ja. Oh. Da hat er mich da ganz schön. Aus den Latschen kippen lassen. Ist denn hier ein Spawnpunkt? Gehe ich mal zurück, oder? Ich weiß nicht so genau. Haben wir an irgendwas vorbei? Ich guck gerade mal. Ja. Ja. Tada! Oh, oh. Ah, okay. Das ist eine ganz... Aua. Auf das Zahnrad darfst du auch nicht. Da kriegst du auch Damage. Damage. Okay. Ah, okay. Das macht wieder Wasser. Mal gut, dann kann man nicht mehr runterfallen. Bringt das was, wenn ich das wegmache hier? Zumindest können die Fässer nicht mehr. Kommen wenigstens die Fässer nicht mehr, ja. Wie kommen wir denn an das da oben ran hier? Was denn da? Also wir höchstens nochmal katapultieren oder so. Da links? Häng noch eins. Ach, da! In der Luft. Gar nicht gesehen, da war das wieder Avatar. So. Ungefähr. Ah. Gerade. Passt. Knapp daneben. Gut. Ah! Hui! Hättest du mal Stahlkappen in der Schuhe? Könnte ich die magnetisieren? Jetzt brauchen wir wieder magisches Wasser hier. Oh. Tauchen vielleicht? Nee, da ist. Nee. Das Wasser ist da drüber. Aha. Aha, okay. Okay, hab ich verstanden. Auch verstanden? Muss irgendwie jetzt, einer muss es jetzt irgendwie aktivieren. Mhm. Ah ja, das ginge auch. Ah ja, okay. Ja, das.
Machen wir hier noch eine Kiste rein? Nee, geht nicht. Der Kleine vielleicht. Ja. Ah, da musst du erst aufmachen. Okay. Ich hätte es anders gelöst, tatsächlich. Ich hätte... hier einfach... so gemacht. Hey, magische Pflanze, was ist mit dir? Warum bist du so garstig? Soll ich gerade allen zeigen meinen tollen Plan? Hat sie dich gemurkt, oder was? Ja. So hätte ich gemacht. Eisscholle hätte ich da hingemacht. Dann hätte ich da... ist aufgemacht. Huch. Ja. Ah. Oh. Zack. Oh, da kann man noch in ein Loch fallen. Ich weiß nicht, ob wir das müssen. Da komme ich nicht hoch. Nee, da kommt man nicht hoch. Ich bin auf der anderen Seite. Was gibt's hier? Weiß nicht. Nimm mal schnell. Da ist nix. Okay. Komisch. Oh. Guck mal. Hallo. Oh. Oh oh. Was ist er denn? Die gewagt es, in meine Höhle zu kommen. Zerschmettert sie. Ich glaub, den König. Boah. Oh. Kobold. Kobold ist er. Kobold nicht die am Ende des Regenbogens wohnen? Nee, die ihren Goldtopf am Ende des Regenbogens haben? Ein Kobold hier. Warum denn? Kobold. Ah, ja. Ohne zu sterben. Ich schätze, ja. Unglaublich. Ich werde diese Krone behalten, wenn es euch nichts ausmacht. Hurra! Wir haben die Hallen für Boah, guck mal hier, der Ritter hier im Hintergrund mit der Fackel im Bauch. Oder, naja. Lassen wir das einfach unkommentiert. Ich möchte mich zuerst umsehen. Ich auch könnte auch was anderes sagen, aber ich sag jetzt mal nichts. Jetzt kommt der eigentliche König-Troll. Oha. Nee. Komischer Schellen. Fackelhalter jedenfalls. Schellen, wer Böses denkt. Ja. Oh, guck mal. Oh, das ist Isabel? Sie, das ist Isabel. Da steht ihr Name drauf. Ja, Rosabels Schwester. Die früher das Portalmedaillon hatte. Ja, wo ist sie denn jetzt? Oh. Eine Seite fällt aus dem Regal. Ja, ganz episch. Sie muss jetzt... okay. Dann lesen wir mal. Liebe Isabel, Glückwunsch zum 18. und dazu, dass du nun Kronprinzessin und Thronerbin bist. Ich habe zur Feier eine Überraschung im Keller vorbereitet. Oh, es muss unser Geheimnis ja bleiben. Nix Gutes. Geh durch den Waschraum und triff mich dort. Rosabel. Oh nein. Keller, eine Überraschung im Keller. Mhm. Oh, der Twine. Oh. Ich habe ein Twine gefunden. Das Seelenartefakt. Eine große Macht. Ich könnte dich mit ihm zurückbringen und das Königreich wiederherstellen. Oha. Mhm. In den Keller geht's jetzt, ne? Komm schon, folgen wir ihm. Nach dem Kampf gegen den Koboldkönig durchsuchten die Helden das Schloss. Sie fanden seltsame Hinweise auf eine weitere Prinzessin. Anscheinend hatten sich Isabel und Rosabel einst sehr nahe gestanden. Aber was ist ihnen zugestoßen? Obwohl Amadeus es nicht wollte, führte Zoya sie zu den Kellern, um die Geheimnisse zu ergründen, die im Dunkel verborgen lagen.